erste von 5 Trainingseinheiten der Profis des FC Bayern in dieser Woche. Es fehlen die Langzeitverletzten und Mats Hummels, krankheitsbedingt. Mit dabei also unter anderem auch wieder Robert Lewandowski und Joshua Kimmich, der Rechtsverteidiger, der in Leverkusen mit leichten Rückenproblemen noch geschont und von Rafinha glänzend ersetzt worden war. Ja, das freut mich, ne, für den Sieg, ne, und dann einfach meine Leistung war gut auch, habe ich eine Noten gemacht. Ja, wir sind schon ein bisschen lange Zeit in dem Geschäft, ne, wir wissen, wie ich spiele gegen solche Spiele, ne, aber für mich das war gut, ein sehr guter Junge, aber wenn du trainierst hier jeden schon seit 7 Jahren gegen Robben, gegen Ribéry, gegen Coman, das ist schon eine gute Test. Um eben auch, wie zuletzt, einen Leon Bailey mehr oder weniger auszuschalten. Aber auch, um in Zukunft, wenn zum Beispiel Joshua Kimmich wieder 100% fit ist, seine Einsätze zu bekommen. Was unter Jupp Heynckes ja mehr oder weniger garantiert ist. Er freut sich für Jupp, weil sein Trainer, das ist, ne, nicht so wie nur ein Trainer, so wie ein Papa für uns, für alle hier. Ne, ist ein Mann, das wir haben einen sehr großen Respekt. Ne, der redet mit jedem hier, gibt Chance für jeden. Er ist sehr korrekt mit seinem Staff, mit Peter Hermann, mit Hermann Gerland. Das ist alle Leute, mit Holger, die Fiesal, alle Leute hier mag ihn sehr. Deswegen läuft die Sache gut. Und deswegen darf man Jupp Heynckes auch jetzt schon mal so richtig gratulieren. Heute auf den Tag genau ist er nämlich seit 100 Tagen wieder an der Säbener Straße im Einsatz. Und wie? 121 Tage wird Jupp Heynckes dann im Einsatz sein, wenn die Bayern wieder im Pokal ran müssen. Der genaue Termin für das Viertelfinalspiel in Paderborn wurde nämlich heute festgelegt. Es ist Dienstag, der 6. Februar. Anpfiff 18:30 Uhr.